Also es geht um die Lüge. Und woher kommt jetzt die Lüge? Und jetzt kommen wir wieder ins Spirituelle. Und da muss ich euch wieder mitnehmen in eurer, mit eurer vortrittsfreien Garderobe. Es mag ja einige sein von euch, die noch ein bisschen Probleme haben, dass es eine geistige Welt gibt und dass in der geistigen Welt auch Bösewichte existieren. Das ist eine ganz klare Wirklichkeit, aber man traut sich heute manchmal nicht das zu, sondern sagt, das schaffst du alles selber in dir. Das stimmt nicht. Es gibt geistige Wesenheiten mit großer Macht, die wir als böse bezeichnen. Nur im Sinne des großen geistigen Weltenplans ist böse und gut sehr, sehr relativ. Da muss man vorsichtig sein. Aber hier hat Jesus Christus damals im Johannesevangelium niedergelegt etwas sehr Deutliches gesagt. Da hat er gewisse Leute angesprochen. Bitte sehr, das sind nicht unbedingt nur die Juden, sondern die man damals als die Pharisäer bezeichnet hat. Und wer die Pharisäer sind, ist wieder eine ganz spannende Frage, weil das waren ja nicht die Juden. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Das ist dieselbe Macht, von der ich vorhin gesprochen habe. Wir haben heute die Lüge in der Welt so massiv wie nie zuvor. Und wir sehen, dass diese geistige Macht längst die Herrschaft erlangt hat, in einem großen Umfang. Und deshalb wissen wir auch, was das einzige Heilmittel ist, ist die Wahrheit. Das ist völlig klar und das ist das Schöne, dass wir das Heilmittel kennen. Aber die Wahrheit zu finden, ist harte Arbeit. Lügen ist auch schwer, weil eine Lüge aufrechtzuerhalten, ist viel schwerer und kostet Kraft und Nervenkraft und Gesundheit. Die Wahrheit aufrechtzuerhalten ist nicht schwierig, aber sie zu finden, ist Arbeit. Und die Lüge aufrechtzuerhalten, ist auch Arbeit. Also jetzt kann man sich überlegen, für welche Arbeit man sich entscheidet. Ich bringe jetzt das Johannesevangelium, weil ich weiß, das habe ich vorhin aufgezeigt, Christus hat nichts mit einer Religion zu tun, sondern war eine sehr hohe Wesenheit, die runtergekommen ist, uns etwas zu schenken. Und das sagt er ganz klar, steht im Johannesevangelium. Einmal kommt die Zeit, und sie ist sogar schon da, dann werden die wahren Gottesverehrer, hier steht drin, was Gottesdienst ist, dem Vater mit der Kraft des Geistes und in der Erkenntnis der Wahrheit dienen. Hier steht drin, was Gottesdienst ist. Erkenntnis der Wahrheit. Das ist Christentum. Mehr brauchen wir gar nicht wissen. Und der Vater verlangt nach Menschen, die ihm auf diese Weise dienen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen es mit der Kraft des Geistes und in der Erkenntnis der Wahrheit tun. Und dann sagt er etwas, und ich will den Vater bitten und euch einen anderen Beistand geben, wenn er nämlich geht, der bei euch sei bis in Ewigkeit. Das ist ein Versprechen. Den Geist der Wahrheit. Das heißt, er sagt, er schickt uns den Geist der Wahrheit. Und dann, ganz später, kommt dann noch der Satz, und der Geist der Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist das, was wir im Grunde genommen und ich in all meinen Dingen, die ich tue, verfolge, dass wir frei nur werden über die Wahrheit. Und das ist ein ganz tiefes Thema und darum geht es. Und was hat jetzt der deutsche Geist und das deutsche Volk mit dem Christentum zu tun oder mit diesem Thema? Hermann Grimm, ein sehr bekannter deutscher Philosoph, Philologe, sagt, die wahre Geschichte Deutschlands ist die Geschichte der geistigen Bewegungen im Volk. Nur da, wo die Begeisterung für einen großen Gedanken die Nation erregte und die erstarrten Kräfte ins Fließen brachte, geschehen Taten, die groß und leuchtend sind. Also die geistigen Bewegungen zeichnen uns aus, nicht politische und nicht wirtschaftliche. Die Namen der deutschen Kaiser und Könige sind keine Meilensteine für den Fortschritt des Volkes. Und jetzt kommt dann der wichtige Hinweis, der tief ins Spirituelle hineingeht und dann für uns eigentlich eine unglaublich schöne Botschaft ist, mit vielen, vielen Konsequenzen. Und da hat uns Rudolf Steiner darauf hingewiesen, das war das erste Mal im Jahr 1907. Wer sich ein bisschen mit Kabbala beschäftigt hat, weiß, dass jeder Buchstabe und jedes Wort seine Bedeutung hat. Sanskrit oder Hebräisch ist da ganz gleich. Ich schaue mal gerade, genau das war das Zitat. Genau. Das ist nämlich der Weg, um dahin zu kommen, was das Weltenziel ist. Das Weltenziel ist die Liebe. Die Liebe ist aber ein Kind der Freiheit und die Freiheit ist ein Kind der Wahrheit. Das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Und jetzt ist die Frage, was haben wir damit zu tun? Die Worte, sagt Rudolf Steiner, ja, selbst die Buchstaben haben alle einen geheimen, tiefen Sinn. Unser deutsches Ich.
mit seinen Buchstabenverbindungen I, C, H enthält in sich die Initialen von Jesus Christus. Die großen Eingeweihten leiteten das Wort, also die Sprache, darauf hin, dass das Ich gleich Jesus Christus herauskam. Das I und das J ist dasselbe, da gibt es keinen Unterschied. Nur ein Volk konnte die Geburt des Namens Jesu Christi aus dem Ich herausfinden. Die Geburt des Christus in mir. Das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Konfession. Christentum ist die Geburt der Wahrheit und der Freiheit aus unserem Ich. Das ist wahres Christentum. Und so ist die deutsche christliche Mystik entstanden. Frage: Haben andere Völker in ihrem Initialen Ich die Initialen Ich? Es gilt nur für die deutsche Sprache. Das deutsche Ich gibt Kraft in die Seele. Dass diese Initialen den Namen Christus ergeben, soll uns das Wort lebendig machen. Und da haben wir das erste Mal eine Botschaft, dass wir begreifen, wer wir als Deutsche sind. Es geht nicht um Politik. Wir haben einen völlig anderen Auftrag. Wir haben den Auftrag, das wahre Christentum in die Welt zu bringen. Und durch das, was wir hier tun mit unserem deutschen Geist, deshalb können wir immer so aus Trümmern auferstehen. Vielleicht kriegen wir eine Ahnung, welche Kraft hier in unserem Volk steckt. Und das, was wir hier erarbeiten an geistigem Fundus, nach Russland zu den slawischen Völkern heute zu bringen, sie kulturell, spirituell zu bereichern, damit sie dann in 2000 Jahren, ja, in 1500 Jahren, dann sozusagen diese Aufgabe erfüllen können. Das heißt, wir arbeiten dem Weltenplan zu als deutsches Volk. Die Engländer haben auch eine wichtige Rolle, aber eine andere wie wir. Aber wir sind nicht geboren für Wirtschaft und Politik, sondern für Geistesleben. Wir sind spirituelle Geister. Und deshalb wurde immer versucht, uns immer auf einen anderen Weg zu bringen, was damals Kaiser Wilhelm eben gemacht hat. Bismarck hat das nicht gemacht, aber dann ging das in diese Richtung, dass er Konkurrent der Engländer wurde, auf dem Weltmacht. Das war der Fehler von uns Deutschen. Das muss man ganz klar sagen. Das steht uns nicht zu. Wir müssen begreifen, dass das nicht unser Job ist in dieser geistigen Weltregion, im geistigen Weltenplan. Wir haben einen tiefen spirituellen, christlichen Auftrag, und bitte nicht an Kirchen denken nochmal, sondern um das Erwachsenwerden in unserem Ich, und das kann nur aus dem deutschen Volk kommen. Und das in der heutigen Zeit das zu sagen, aber ich muss es sagen, weil es für mich die Wahrheit ist, wenn jemand sagt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das stimmt. Aber nicht an was anderem, sondern in diesem christlichen Sinne, die Menschen frei zu machen. Und das geht nur auch mit dieser Geisteswissenschaft, und deshalb kann die Geisteswissenschaft nur aus dem deutschen Sprachraum kommen. Die kann von woanders her nicht kommen. Wenn man englische Philosophie und deutschen Idealismus studiert, sieht man, dass Engländer pragmatisch, wirtschaftlich denken, materiell, und das ist super, da können wir lernen von ihnen. Aber das geistig-spirituelle kann nur vom deutschen Volk kommen. Das ist unser Auftrag. Und mit all dem, was geschehen ist, mit den Weltkriegen, sogar mit den Plänen, Deutschland zu vernichten, das deutsche Volk, ja, bis hin zur Sterilisierung und was weiß ich alles, war immer, weil im Hintergrund man wusste, die Deutschen sind ein echtes Hindernis. Und wir sind heute wieder in der Situation, wo wir uns fragen müssen. Und deshalb stehe ich hier. Was ist unser Auftrag? Und nicht einen Auftrag übernehmen, für den wir nicht zuständig sind. Wenn wir das wieder tun und weiter tun, das müssen wir miteinander prüfen, was wir heute nicht tun, wird es die nächste Katastrophe geben müssen, Leute. Weil das ist spirituelle Weltgeschichte und das sind die geistigen Gesetzmäßigkeiten. Und das ist der Grund, warum ich hier stehe. Das ist der spirituelle Auftrag der Deutschen. Und den haben wir zu ergreifen. Wenn wir es nicht tun, werden wir das dritte Mal den Preis zahlen. Wir können hoffen, dass eventuell genug Kristalle aufgestellt sind, dass die das mit unterstützen. Nur wir müssen, Kristalle werden uns nicht helfen, ins Bewusstsein zu kommen, aber sie können uns helfen, um in gewisser Art und Weise zu schützen. Aber die Arbeit müssen wir tun, und das ist Bewusstseinsarbeit.